So, damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Graveyard Keeper, wo wir gestern hier diesen wundervollen Bienenstock gebaut haben. Ich weiß noch nicht, was der bringt. Aktuell gefühlt eigentlich gar nichts. So, was macht unser Kamerad hier oben? Da müssen wir drauf achten. Wenn das Lager voll ist, muss er das zu uns transportieren. Nee, da hat er noch ein bisschen Zeit. So, jetzt müssen wir praktisch noch mal eine Woche warten, damit wir genug Glauben zusammen haben, um einen Zombie, einen zweiten herzustellen, zu erwecken. Ich weiß nicht. Wie viele Bestattungsurkunden? Ach, hier haben wir auch noch mal Kohle. Ich meine, das sind immerhin 6, dann wären wir schon bei 20. Und 30 brauchen wir, aber ich müsste eigentlich auch wieder Karottensamen kaufen. Oder wie lange halten die hier noch? Okay, noch 4 Leichen. Das wäre nochmal 6. Ich muss so oder so noch Karottensamen holen. Aber das ist immer so teuer. Oh Mann. Warte, ich kann ja mal kurz nachschauen, was kostet bitte dieser Kessel. Und warum laufe ich jetzt eigentlich so umständlich? Durch den Keller ist auch alles so viel kürzer. Ich weiß zwar nicht, wie sie das machen, weil grundsätzlich die Welt bleibt ja die gleiche. Da muss doch Magie am Werk sein. Da kommt Nachschub. So, der Schmied war hier oben. Morgen. Hallo. Der hat gar keinen. Der hat gar keinen Kessel. Er ist bei Rang 2 und dafür müsste ich erstmal Sachen kaufen. Aber ich kann Nägel verkaufen. Okay. Wow. Das wird unheimlich lang dauern. Vielleicht kann ich aber auch einfach Eisenbarren verkaufen. Ich wusste nicht, dass ich bei dem verkaufen kann. Wir müssen uns das also auch noch freischalten, dass wir überhaupt den Kessel bekommen. Ich werde gleich mal schauen, wie viel Eisen wir übrig haben. Jo, der ist inzwischen voll reich. Was macht denn der? Ich würde fast vermuten, dass wenn wir unser Werkzeug damit reparieren oder schleifen, dass wir dann weniger Ausdauer verbrauchen. Ich traue mich fast wetten, aber ich habe jetzt gefühlt nicht das Geld übrig. So, Fett brauchen wir also auch. Wie viel haben wir denn noch? 2. Also wir sollten auf jeden Fall Schädel, Fleisch und Fett. Das brauchen wir. So, Schädel. Einmal ein bisschen Honig. Fleisch. Und Fett. Keine Erzepfusch, sehr schön. Warte mal, wo laufe ich denn hin? Die zünden wir gleich mal an.
Dann räume ich in der Kirche das Zeug auf. Was machen wir dann? Achso, Eisen. Ich wollte nach Eisen gucken. Warte, Fleisch nehme ich mit. Dann gehen wir aber gleich aus dem Haus raus. So kann ich wenigstens das Fleisch auch gleich aufräumen. Dieses leicht mickrige Inventar ist nämlich sehr, sehr schnell immer voll. Wir haben mega viel Asche auch. Den Honig lasse ich jetzt mal im Inventar. Das ist wirklich gut zum Arbeiten. Bei dem Holzzeug können wir aufräumen. Wir haben auch nicht mehr viel Kohle. So, hier Eisenbarren haben wir so viel. Ich brauche die so selten. Also wenn ich die verkaufen kann am nächsten Tag, dann wäre das schon wirklich, wirklich cool. Warte mal, ich hole mal noch einen Stamm oder mehrere und bereite gleich die nächste Feuerstelle voll vor, damit ich außerdem auch ein bisschen länger schlafen kann. Weiß ich, bin nicht so der Frühaufsteher, deshalb jetzt noch mal ein bisschen rackern und dann morgen richtig schön ausschlafen. Das ist doch ganz easy. Außerdem kann ich dann da auch gleich das Zeug mit aufsammeln, was der Leichnam da gerade fallen lassen hat. Er braucht es ja sowieso nicht mehr. So. Dann haben wir das auch. Salz und Asche räumen wir gleich wieder auf und dann ab ins Bett. Und wenn ich so viele Eisenbarren verkaufe, ich meine, ich glaube erstens mal, dass er gar nicht so viel Kohle hat. Und dann haben wir das auch bestimmt freigeschaltet, dass wir den Kessel holen können. Und haben im selben Atemzug vermutlich auch genug Geld. Hoffe ich. Ich hoffe, der kauft das Eisen teuer an. Gut, dann ab in den Keller. Per Abkürzung wieder ins Dorf. Und ich bin auch wirklich gespannt, was dann auf uns wartet, wenn wir genug von den Schädeln aufgehangen haben und da ein bisschen dekorativ geworden sind. Ich misstraue der Schlange irgendwie noch so ein bisschen. Ich weiß nicht. Moin. Oh ja, das kauft er tatsächlich zu einem sehr guten Preis. Oh, bitte schalt alles frei. Was? Was? Oh, wie viel muss ich denn bei dem handeln? Aber ich meine, gut, wir haben jetzt wirklich viel Kohle. Ich glaube, ich mache die nächsten Folgen nur noch Eisentour. Also eine sollten wir eigentlich auf jeden Fall noch machen. Nur um das zu verkaufen. Wow. Ich meine, natürlich, das Geld ist wirklich gut, aber das Problem ist, dieses Geld hat er jetzt über einen relativ langen Zeitraum angespart. Und so viel wird er halt in der nächsten Zeit auch nicht bekommen, denke ich. Aber kann ich vielleicht bei der Kirche jetzt das Handelsdokument kaufen? Dann könnte ich nämlich auch Fleisch verkaufen. Während wir uns einfach weiter von Honig ernähren. Weil der halt echt gut ist.
Exhumierungserlaubnis? Nee. Rechtmäßiger Bürger, Passierschein, Handelslizenz. Für 50. Passierschein. Nein, ich... Och Mann, ich wollte es noch gar nicht machen. Warte mal, als ich geschlafen habe, habe ich... Boah, ich mache jetzt einen richtig asozialen. Ich will das nicht. Wir haben geschlafen, wir können das Zeug jetzt gleich wieder verkaufen. Ich dachte, ich könnte vielleicht kurz lesen, was der macht. Ich wollte das auch gar nicht kaufen. So, es ist Tag, wir können Eisen wieder verkaufen. Uiuiui. Wir brauchen also 50 für die Handelslizenz. Und ich hoffe, wir können die dann auch gleich kaufen. Nicht, dass er sagt, wir müssen den Rest davor auch erst alles haben. Und bis dahin bleibt das gesperrt. Kann ich mir aber nicht vorstellen. So. Eine Bestattungsurkunde haben wir noch. Uns fehlen halt praktisch einfach nur 10 Silbermünzen. Und dann könnten wir eigentlich, denke ich, hier alles verkaufen, oder? Beziehungsweise fürs Fleisch braucht man bloß das Siegel. Und wenn wir das Siegel haben... Aber bei der Handelslizenz können wir halt, glaube ich, mit ihm arbeiten hier, ne? Schluck auf Gras. Wo finde ich denn das? Schaffe ich das vielleicht sogar an diesem Tag noch? Wenn ich wüsste, wo ich Schluck auf Gras finde. Ich vermute fast im Sumpf. Ich weiß nicht warum. Aber ansonsten gebe ich ihm das einfach nächste Woche. Vielleicht haben wir ja sogar was. Ich guck mal eben. Ich habe so viele Blümchen gesammelt. Weiße Blume. Wir haben also keinen Schluck auf Gras. Gibt's bestimmt im Sumpf. Und die Kirchenqualität müssen wir auch irgendwie noch steigern. Ganz wichtig. Ich will mit dem Typen da weiterkommen. So, haben wir hier irgendwo Schluck auf Gras? Ich meine, wenn es irgendwo ist, dann würde ich meinen hier. Das hier schaut doch gut aus. Na siehste. Okay, ich muss mich jetzt aber wirklich beeilen, weil der Tag ist auch gleich um. Ich wünschte, ich könnte irgendwie rennen. Oh, das wäre so gut. Aber ich denke, das kriegen wir noch hin. Oh, bitte, 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 bitte. Noch eine Leiche. Die interessiert mich aber gerade nicht. Moin. Ja. Also, probier gleich mal. Schmeckt irgendwie komisch. Jetzt schmecke ich gar nichts mehr. Perfekt. Warte kurz, ich beiß mal schnell vom würzigen Keks, den ich dabei habe, ab. Warum hat er einen würzigen Keks dabei? Okay, vielleicht hat er... Wenn er nichts schmeckt, ich würde fast sagen, der hat Corona, oder? Das ist der Fluch. Als ich noch jung war, wurde mir vorher gesagt, dass ich das verlieren würde, was mir am wichtigsten ist. Der Geschmack. Wer hat dir das gesagt?
eine alte Wahrsagerin. Ich bin mit meiner Karawane durch die Wüste bei den nördlichen Bergen gereist. Wir machen an einer Oase Halt und da war diese alte Frau. Alles, was sie sagte, wurde wahr. Da fehlt ein Haar. Und jetzt auch das noch. Oh, tut mir echt leid. Warte mal, kennst du vielleicht irgendwelche Hexen? Doch. Der Inquisitor hat sie bestimmt alle erwischt. Ich kenne eine Hexe. Wenn die alte Kloto noch am Leben wäre, sie war schon ziemlich alt, als ich jung war. Wenn sie noch am Leben ist, muss sie eine echte Hexe sein. Du solltest sie in der Mitte des westlichen Sumpfs aufsuchen, habe ich schon gemacht. Sag ihr, dass der Händler und der Priester, der ihr immer die Liebestränke abgekauft hat, ihre Hilfe braucht, daran erinnert sie sich bestimmt. Du warst mal Priester? Nein, mein Bruder war der Priester, darüber will ich gerade nicht reden. Ich zähle auf dich, mein Freund, heile meinen Fluch. Ich schau mal, was ich tun kann. Dafür brauche ich den Kessel. I guess. Und dafür brauche ich, wow, noch sehr viel Eisen. Oder ich müsste das per Technologie irgendwie selber herstellen können. Ist hier irgendwo ein Kessel? Eisenguss. Weiß ich nicht. Kann ich den gar nicht selber herstellen? Ich hätte jetzt eigentlich hier gedacht. Okay. Aber ich sehe da jetzt trotzdem... das hier will ich. Ich sehe da jetzt trotzdem nirgendwo einen Kessel. Also werden wir den wohl doch kaufen müssen. Oh Mann, dafür muss ich so viel verkaufen. Und ich weiß auch nicht, wie viel Kohle der pro Tag bekommt. Oh Mann. So, ich esse einfach ein bisschen Honig, dann hat sich das wieder. Ach, das war Bienenwachs. Naja, man muss es ja auch nicht verschwenden. So, das da war, glaube ich, bloß... Ich glaube, das ist bloß Stein, oder? Ja. Nee, Stein brauche ich gerade nicht. So. Macht's gut. Der ist immer noch fleißig am Arbeiten. Aber so soll das ja auch sein. So, hier oben gab's doch irgendwo Eisen. War das nicht irgendwie ziemlich genau geradeaus? Oder wie weit war das jetzt bitte weg? Ach, ich glaube, das war über die Brücke, ne? Das wird ein weiter Weg. So, da ist Kohle. Warte mal, Inventar ist sowieso leer. Und wir haben nicht mehr viel. Also nehme ich da gleich mal ein bisschen was mit. So, dann haben wir jetzt hier gut 100 Stück. Das müsste dann auch für das Eisen reichen. Hier ist ein wunderschöner Brunnen. Wo ist denn bitte das wunderschöne Eisen? Oh, das Ding müssen wir eigentlich fast anbauen.
Ich würde sagen, wir bauen jetzt hier noch möglichst viel ab und dann werde ich zwischen den Folgen das Zeug mal alles nach Hause bringen. Das müssen wir uns nicht nochmal anschauen, das dauert so lang. Das tue ich euch jetzt nicht nochmal an. Dafür müsst ihr jetzt noch zuschauen, wie wir es abbauen. Schlimm genug. Oder ich baue das hier auf und lasse dafür unseren Diener einfach tragen. Der kann nämlich, glaube ich, auch mehr tragen. Dass wir das vielleicht einfach in der nächsten Folge in Angriff nehmen. Ich meine, Holz brauchen wir jetzt erstmal gerade nicht mehr. Das wäre nicht schlecht. Komm, mach, bis die Spitzhacke kaputt ist. Ich habe genug Honig dabei. Die gibt sowieso gleich auf. Ja, aber ich glaube, das ist ein guter Plan. Dann bringen wir den Zombie einmal hierher und er soll uns das alles nach Hause tragen. Gar kein Problem. So, perfekt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin jetzt noch einen wunderschönen Nachmittag. Mach's gut und ciao, ciao.